Ein wunderschönes Hallo, liebe Motofans, herzlich willkommen hier zu einem neuen Motulator auf dem Sabbelsaurus, eurem deutschen Masters of the Universe Kanal auf YouTube. Mensch, soweit kann ich gar nicht mehr atmen, das ist ja Wahnsinn. Hi Jan! Atmen, Junge, atmen! Unsere erste Aufnahme im Jahr 2020 ist zwar ein bisschen her, aber wie bist du reingekommen? Hier. Ja, wir haben hier gefeiert, ja. Ihr wart hier? Ja. Ah, okay. Ja, wir haben auch zu Hause gefeiert. Bei uns war der Marco zu Gast und wow, ganz cool eigentlich. Es war auch weniger geballert, ne? Wir brauchten gar nicht hochgucken, weil wir sind ja hier auf dem Berg und das war genau auf Augenhöhe, wo die immer ihre Sachen abgeschossen haben. War ganz schön. Musste man nicht so machen. Aber selber geballert? Ach, die Kinder so ein bisschen, aber nicht meine, nein. Ich habe noch keine. Noch nicht. Was nicht ist, das kann ja noch. Gut, wir wollen mit euch heute ein bisschen über die Origins sprechen. Noch ist es ein bisschen hin, bis sie kommen, aber es gibt schon viele News. Apropos, neue News ist ja online, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Da reden wir auch ein klein bisschen drüber. Man E-Faces ist jetzt gezeigt worden, mhm. Scareglow ist gezeigt worden. Mhm. Orko. Orko, ja. Und wir wollen jetzt ein bisschen über die Pros und Kontras zu diesen Figuren reden. Natürlich nur, und da möchten wir ganz explizit darauf hinweisen, aufgrund der Basis der Fotos, die wir kennen. Ne? Genau, weil ja in der Hand haben. Ja, höchstens diese Adam He-Man-Sache. Die hätte man, aber die hast du nicht und die habe ich auch nicht. Also. Nee, aber ich konnte sie tatsächlich dank Daniel Weiska auf dem Mattel-Panel sehen. Der hat die dann nämlich mitgehabt. Und die machen live einen ganz guten Eindruck. Also, ja, ich würde mal Mattel sagen. Mattel macht live einen guten Eindruck. Mattel macht da auch live einen guten Eindruck. Das ist doch schon mal gut. Ja, wie gesagt, also darum soll es jetzt heute nicht gehen. Gut, fangen wir mal an. Und zwar mit dem Positiven oder eher den Negativen? Wir fangen mit dem Negativen an, dann haben wir im Positiven einen schönen Abgang. Das ist ein guter. Ein Happy Ending, so gesehen. Profi. So, ja, fangen wir mal mit dem Negativen an. Ich würde mal sagen, wir gehen das Punkt für Punkt durch. Erst fängst du an, dann fange ich an. Und ja, was ist negativ für dich bei den Figuren? Gut, negativ bei den Figuren. Das ist jetzt so. Ist schwierig negativ bei den Figuren an sich, aber was das Negative natürlich ist, dass es keine Classics mehr gibt. Dadurch, dass es, ja, es ist, das ist so dieses große Thema eigentlich, was so negativ eigentlich so oben drüber schwebt, ne? Hast du auch selber angesprochen, dass du das auch doof findest, dass halt die Classics jetzt nicht mehr gibt. Und so gesehen auch fast alles andere, was um Mattel drumherum ist, eingestellt wurde. Bis jetzt auf die Mondos und die Reactions. Gut, Funkos gibt es auch noch wieder. Ja, die gibt es auch wieder. Aber so gesehen im Bereich wirklich Actionfiguren hast du dann ja nichts mehr, weil natürlich Mattel seine Origins auf den Markt bringt und Konkurrenz vielleicht fürchtet von Classics oder sowas. Und das ist natürlich für die eingefleischten Classics-Fans dann nicht so schön. Ja, man hätte irgendeine Zwischenlösung finden können, dass man sagt, ach Super Seven, wisst ihr was, bringt vier Figuren pro Jahr, mehr sind es ja sowieso nie geworden von den Classics. Oder dass sie wenigstens die Filmation-Figuren, ich glaube Grayskull also hätten lassen. Aber warten wir ab, ich glaube nicht, dass das Letzte ist, das wir von den Classics gesehen haben. Nee, glaube ich auch nicht, aber es ist halt im Moment so, dieser. Es ist jetzt im Moment so, dass es die nicht mehr gibt. Oder auch die Neo-Vintage. Mhm. Ne, die ja auch gerade gut angekommen sind in den letzten zwei, drei Waves. Genau, und da hatte natürlich auch so mancher dann. Ja, Super 7 das ankreiden wollen, dass nur Filmation-Figuren kamen, aber da konnten sie ja nichts für. Das war nur Teil dieser Lizenz und da hat Mattel dann natürlich einen Riegel vorgeschoben, was man natürlich auch verstehen kann, weil jetzt wollen sie selber mit quasi neuen und gepimpten Vintage-Figuren drangehen, über die wir uns ja jetzt auch unterhalten. Mhm.
Aber um das kurz zu machen, ja, das ist natürlich so ein Thema, was so eine kleine Wolke darüber ist. Ja. Und was man auch sagen muss, ist, das bekommt ihr so gar nicht so wirklich mit, weil sich das viel im Hintergrund abspielt. Weil man mag ja kaum noch mal irgendwie was Negatives, beziehungsweise, ich will es nicht sagen negativ, sondern Konstruktives sagen, weil alles gleich immer in so eine wirklich negative Schiene geschoben wird. Ne? Ja, es ist Und heutzutage ja leider so, ne? ja. Man kann ja Kritik üben, das ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt halt, oder ich sag mal so prozentual kommt mir das so vor, als ob sich das Jahr für Jahr steigert, dass es immer mehr Leute gibt, die sich persönlich vielleicht davon angegriffen fühlen und dann natürlich auch gleich Gegenwind geben. Ja, es ist leider so. Ja, das würde ich Es jetzt mal. gibt natürlich viele Leute, die auch sagen, oh, gleich, das ist scheiße und das mag ich nicht. Ja. Und ja, das finde ich auch nicht schön, wenn dann immer gleich draufgehauen wird, aber man kann ja auch mal sagen, okay, das ist diese eine Sache, die finde ich persönlich doof. Aber dann gibt es dann natürlich auch Leute, die dann da wieder sich dann selber angegriffen fühlen, wie schon gesagt. Und da muss man dann natürlich auch mal irgendwo vielleicht erstmal das verarbeiten, die Kritik an den Sachen, die man liest oder hört, und dann ist das ja vielleicht auch in Ordnung. Manchmal rudert man ja auch zurück. Das ist ja bei dir jetzt zum Beispiel auch manchmal, dass du sagst, ich habe jetzt diesen Eindruck von einer Figur oder von einem Cartoon oder was, ne? Und dann kann man auch mal sagen, okay, jetzt habe ich mehr gesehen, das ist gar nicht so schlecht, wie ich es am Anfang dachte. Und dann, gut, wenn es dann da ist, dann kann man immer noch sagen, ob man es mag oder nicht. Und so ist es halt im Moment bei den Origins. Kommen auf den Markt, alles andere wurde erstmal abgeschmettert von Mattel. Ja, und ja, dann einige Sammler sind dann halt sauer darüber. Das verstehe ich dann auch eigentlich. Es ist halt eben das Problem bei den Classics. Erstens, du hast natürlich en masse Charaktere gekriegt. Aber das große Problem ist, auch wenn manche so sagen, ja, das sind aber schon so viele und jetzt kommt der B-Charakter vom B-Charakter. Ja, es wäre jetzt aber die einmalige Chance, dass der wirklich kommt. So eine Line, die 12 Jahre geht, über 300, fast 400 Figuren, wenn man wirklich alles zusammennimmt, kriegst du nie wieder zusammen. Und dann wäre es mal die Chance, dass man sagt, ich bin immer ein Fan von diesem C, D oder Z-Charakter, ja, und dann habe ich jetzt die Chance, den zu kriegen. Und da hilft es natürlich auch nicht, wenn einer sagt, naja, vielleicht kommt es bei den Origins. Ich möchte es ja schon einheitlich haben. Ja. Ne? Gut, wollen wir den Pfad mal verlassen. Kommen wir zu den Figuren selber mal, also zumindest ich. Ich sage immer noch, die Beine sind mir zu kurz, das jetzt ist nicht drauf rumreiten. Es ist nun mal so. Ich finde die Beine einfach zu kurz. Das ist halt eben, aber nun mal, das implementiert das Ganze natürlich. Es ist auf Vintage basierend und das soll es sein. Und auf einmal hast du nicht mehr diese geknickten Beine, sondern du kannst die Figuren gerade hinstellen. Und da fällt das auf. Ich glaube aber allerdings, wenn man sie so hinstellt wie früher, ist es wieder in Ordnung. Es ist nur ein kleiner Kritikpunkt. Es ist ein Design, was man kennt, was auf einmal anders ist. Ja. Das ist wie mit den Loyal Subjects, finde ich. Denn die waren ja in der ersten Wave auch mit ihren Beinen, die du nicht bewegen konntest. Und das finde ich mit diesen, dass du die Beine auf einmal bewegen kannst und so gerade machen kannst, das finde ich auch, sieht doof aus. Da sind mir die Beine zu lang, würde ich jetzt so sagen. Ja, ne? Aber gut, um die Ja. geht es ja jetzt nicht. Ne? Aber ja, gut, das hast du ja von Anfang an gesagt, die Beine sind dir zu kurz. Da kann ich jetzt noch gar nicht so großartig was sagen. Das kam mir am Anfang auch so vor. Bei manchen Bildern sieht es wieder gut aus, bei manchen sieht es dann wieder tatsächlich wieder zu kurz aus. Ich weiß nicht, ich müsste so ein Ding eigentlich mal in der Hand haben. Ne? So eine Figur meinst Figur von den du? Origins. Blöden Mann. Manchmal ist er zu kurz, manchmal ist er zu lang, ich kann es nicht ändern. Ja, wie das so ist, ne? Gut, dein nächster Kritikpunkt. Ja, mein nächster Kritikpunkt. Ich habe es mir anders vorgestellt. Es wurde gesagt, es sind die Origins. Es kam dieses Tupac He-Man Adam raus, schön im alten Comic-Stil. Sehr geiles Set. Und eigentlich habe ich dann gedacht, so, ja, cool, jetzt machen sie so diese Figuren, wie sie auch wirklich damals so in den Comics waren. So Red Beast Man oder so ein Alcala Skeletor oder sowas.
Ja, und du hast jetzt eigentlich Vintage-Design, was an die Vintage irgendwo, ja, das ist wieder die Frage, wollen sie Vintage sein, nur mit Gelenken? Weil das sind sie nämlich nicht, weil sie wieder anders aussehen. Sieht man gerade an den Köpfen, ne? Stimmt. Also das ist so die Frage, was möchte jetzt Mattel? Gut, du warst da, vielleicht kannst du es beantworten oder darfst es nicht. Ja, es ist so ein bisschen, es ist irgendwo so ein Mischmasch mit Classics drinne, Vintage, Origins hast du jetzt so gesehen gar nicht so großartig. Vielleicht ist auch der Name einfach nur blöd gewählt. Ja, es ist Back to the Roots, also die Origins. Also ja, weiß ich nicht. Naja, aber so Origins wäre dann sowas, wie gesagt, Alcala-Style oder was weiß ich, so diese alten Minicomics. Blue West Adam, ne? Gab's doch, war doch gleich das, ne? Ja, genau. Und Aber gut. das hätte ich cool gefunden. Gut, vielleicht machen sie auch irgendwo noch mal welche mit rein, die dann halt so aussehen. Das wissen wir ja noch nicht. Aber im Moment hast du halt Vintage mit Köpfen, die auch nicht wirklich schön aussehen teilweise. Obwohl das eher eine Ausnahme ist. Also mir fällt da einfach nur Mehmet Arms ein und Trapjaw. Also der hat wirklich, das ist ein Gesicht, da kann ich mich nicht mit anfreunden. Das Design ist schlecht. Ja, der He-Man ist jetzt auch nicht so, obwohl He-Man immer irgendwelche anderen Köpfe hat, das ist auch Ja. okay, aber Das ist natürlich. manche sagen ja auch Ja. Skeletor, ne? Was wurde mal gesagt? Der Monkey Skeletor, ne? Ja, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein Fan von diesem gelb-grünen Gesicht, weil dieses Grün, es wirkt irgendwie merkwürdig, aber ist auch egal. Mein nächster Kritikpunkt wäre dann eher so. Stimmt, ich wollte noch was zu dir sagen, genau. Da kommt doch jetzt dieses exklusive Set raus, wo viele glauben, dass es die Lords of Power-Figuren sind. Für die. Ja, Ja, ja. das könnte ja auch schon wieder so in diese Richtung gehen. Aber es sind natürlich auch Exclusives, ne? Dieses 200 Fünferpack, Dollar. ne? Ja, Ja. 200 Dollar. Das ist natürlich ein Brett. Ja. Ist das was für dich? Wenn die cool aussehen, müsste man dann wieder drüber nachdenken. Aber das sind ja eigentlich auch wieder nur die Prototypen von den eigentlichen Masters, ne? Ja. Und dann, wenn es das denn nun ist, wir wissen es ja noch nicht. Wir haben ja nur diese Schemen davon gesehen und irgendwie eine She-Ra, ne? Ja, Die dann nee, irgendwie auch noch genau. kommen soll. Das wäre vielleicht interessant, wenn so eine She-Ra noch in die Origins irgendwie mit reinfließt. Aber das können wir dann obwohl ist das positiv, ist negativ, weiß ich nicht. Ich spreche das jetzt einfach an. Wäre vielleicht auch mal interessant, wie sie das umsetzen wollen. Es ist das Aber. Toy-Design, ne? Es ist das Ja, ich Toy-Design. weiß es nicht. Doch, das siehst du ja, dieser Umriss und so weiter, ich habe es verglichen. Und es ist das Toy-Design. Also Filmation kommt da nicht vor. Also. Es ist ja auch die Frage, worauf es dann, ich sag mal, es ist eine Hommage an den Cartoon, der jetzt 40 Jahre zurückliegt. Quatsch, 40 Jahre, 35, ne? 35, 1984 87, müsste da rausgekommen 84, 85. sein. Ja, ich glaube schon. Nicht schlechter? Aber Nein, auf sogar. jeden Fall, da müssen wir mal abwarten. Ja. Ein weiterer Kritikpunkt, und jetzt muss ich sogar tatsächlich überlegen. Ja, ist die Nicht-Kompatibilität zu den Classics. Ist aber nicht wirklich ein Punkt, den die Origins betrifft, sondern so eher die Entscheidung, Naja, ne? muss es kompatibel sein mit etwas, was es nicht ist? Das ist ja auch die Sache. Das stimmt. Also kann man das noch nicht mal drunter fallen lassen. Nee, eigentlich nicht. Ja. Ich hätte einen Punkt. Einen sehr kontroversen Punkt. Und das betrifft die ganze Line an sich. Und das ist es wiederum, was bei mir sehr übel mitträgt und das Ganze ein bisschen verhagelt, sage ich ganz ehrlich. Schon wieder Vintage. Ich kaufe jetzt schon zum x-ten Mal das Gleiche. Das ist eben das Problem. Es wird wieder die Vintage-Karte sein, was auf der einen Seite cool ist,
auf der anderen Seite aber auch wiederum so, hatten wir schon einmal, zweimal bei den Coms, bei den Neo-Vintages hatten wir es. Noch ist ja nicht hundertprozentig raus, wie es aussehen wird, aber es soll ja so rauskommen auf diesen Karten wie damals. Boah, ja, dieses Design gibt es schon und irgendwie bin ich dem langsam aber sicher auch ein bisschen überdrüssig. Die Origins sehen cool aus, aber es ist schon x-mal da gewesen. Und das ist mein Kritikpunkt. Okay. Hättest du noch was Negatives, sonst würde ich gleich mal zum Positiven, weil das dann so ein bisschen vielleicht mit dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht ein kleiner Übergang ist zum Positiven. Ach, ja. Zu den Origins im Kopf. Und zwar 4 Negativpunkte. Das war's. Ja, mir fällt jetzt auch so gesehen. Ich hätte jetzt auch so gesehen das Gleiche gesagt wie du, ne? Ja. Wo jetzt die Neo-Vintage doch schon von den ersten Waves eher Sachen sind, die du mock lässt, weil sie halt auch leicht auseinandergefallen sind und du sie eigentlich auch nur hinstellen kannst wie die Vintage-Figuren an sich, ist es dann vielleicht bei den Origins das Schöne, die kannst du auch besser auspacken und weil du hast halt auch die Gelenke zum Positionieren, was du mit den Vintage halt nicht machen kannst. Also da hast du wieder das Gute wie bei den Classics. Und genau das ist das, und was ich... die Gelenke sind eigentlich schöner gemacht. Du hast nicht diese Verbindungspunkte, die siehst du ja nicht. Das stimmt. Das wäre auch mein positiver Punkt, den ich jetzt anbringen würde. Ich habe ja vor kurzem, könnt ihr natürlich auf unserem Kanal auch sehen, wenn es jetzt schon raus ist, weiß ich nicht genau, wenn, dann wird es auf jeden Fall folgen. Es sind insgesamt 3 Unboxing-Videos zu Sora-Cases, beziehungsweise eine Sora-Treppe. Und einer davon war ein Vintage-Case. Und es sieht übelst geil aus. Das ist mein erstes Case. Übrigens nochmal danke an den Spender. Und Spendor, genau. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn nennen soll oder nicht, aber lassen wir das erstmal. Auf jeden Fall, das sieht schon sehr geil aus. Das muss man sagen. Nur, das ist jetzt eine Neo-Vintage-Figur, die ich da drin habe, was natürlich kein Negativpunkt ist, aber die Originale kann ich mir wohl kaum leisten. Ja, weil du die mal auspackst. Na, das waren Schrottmogs. Also, das muss man jetzt. Schrottmogs! Schrottmogs! Naja, komm, also was haben wir jetzt ausgepackt? 2 Stück, das war der Grizzler und der... Gwildor und Mossman. Gwildor und Mossman. Und die waren wirklich, die waren kaputt. Konntest nichts mehr mitmachen, außer auspacken und nicht dran erfreuen. Ja, genau. Das finde ich dann wiederum eine ziemlich coole Geschichte, weil so langsam aber sicher auch... Ich denke immer noch 10 Jahre und dann kannst du die meisten Vintage-Figuren wirklich wegwerfen. Sie werden immer seltener, sie werden immer teurer, kaum einer kann sich noch leisten und es wird auch immer schwieriger, gute zu finden. Das heißt also, als gute Alternative könnte... Naja gut, die Beingummis kannst du ja heutzutage super ersetzen, ne? Das ist ja schon mal so eine gute Sache, dass man das heutzutage wenigstens reparieren kann. Aber dann ist es ja nicht mehr original so gesehen, ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ja, aber die kleben hier mittlerweile auch bald so sehr... dass du sie nicht nur als Mock an der Wand hängen kannst, sondern auch so, ohne Kleber. Und dann Hosenschiss natürlich auch noch dabei, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch nicht, was wir kaputt reden wollen. Das Und wenn sie dir so Mock auseinanderfallen, ist es auch blöd, dann kommst du nämlich auch nicht dran. Ja, das ist auch so eine Sache. Dann hilft natürlich auch der beste Mock nichts. Und was man auch sagen muss, immer ein größer werdendes Ärgernis, sind die resealten Sachen, die ganzen Fakes, die nicht als solche gekennzeichnet werden. So, und ich persönlich möchte ja gerne auch Vintage-Mocks haben, zumindest von den Sachen, die ich cool finde. Und ich gehe jetzt eher so auf Commemorative. Aber gehst du mal auf Commemorative und guckst, die sind auch schon 20 Jahre alt. Das ist Wahnsinn.
Ich meine, damals war natürlich das Plastik schon ein bisschen besser als wie in den 80er Jahren, ganz klar. Aber ja, und deswegen sehe ich so in den Origins die Möglichkeit, das Alte nochmal vernünftig aufleben zu lassen. Das ist eine gute Sache. Hauptsache, es ist dann auch irgendwann mal gut mit dem Vintage-Design. Ja, du kannst ja nicht ewig nur mit diesem Design. Aber dafür ist es nun mal sind es die Origins und dafür sind es für die Fans. Ja. Ja, jetzt du mit deinem nächsten Genau, Punkt. nächster Punkt für die Fans, wo du das schon sagst, speziell die Sammler oder die Leute, die später eingestiegen sind, wo die Classics schon gelaufen sind, versuch mal so ein Beastman, eine Teela oder sonst was zu kriegen. Also da eine vernünftige Sammlung genau zusammenzukriegen, ist ja schon schwer und das wird immer schwerer. Mit den Origins haben dann natürlich solche Leute, die können von vorne anfangen. Die haben die Möglichkeit, von vornherein anzufangen. Sie können in die Läden gehen. Ist ja natürlich auch noch, nehme ich gleich mal damit zu. Ja, und dann hast du halt, sagst du, ja gut, Classics finde ich cool, aber ist mir zu teuer, komme ich nicht mehr dran teilweise. Origins eine gute Möglichkeit, eine vernünftige Sammlung aufzubauen, wenn sie denn dann auch weitergehen. Das ist ja dann auch die Frage, aber da gehen wir jetzt mal von aus. Wusste man ja bei den Neo Vintage auch nicht, ne? Ja, und das wäre dann natürlich eine gute Alternative und eine kostengünstige. Und für alles andere gibt es zum Beispiel Mondo. Eurocard. Eurocard. Nächste positive Sache, es ist bezahlbar. Ja. Ich meine, das hast du jetzt zwar jetzt schon gesagt, aber gehen wir mal wirklich davon aus, so eine Figur wird, wie heißt jetzt der Nachfolger von Toys R Us? Smith Toys. Wird da aushängen für 15 bis 20 €. Sagen wir mal. Das ist cool. Da kannst du immer mal sagen, ja, ich fahre da auch hin und auch dann nehme ich einfach mal ein paar mit. Ja, das Wichtigste dabei ist, dass Mattel eine vernünftige Case-Sortierung macht. Also nicht wie bei 2000X, jo, wir hauen jetzt mal alles mit He-Man zu und Skeletor und egal, was die anderen bestellen wollen, oh, pff, egal. Eine Teela bringen wir hier gar nicht raus, obwohl die Formen existieren. Eine Evil-Lyn kommt hier zwar vereinzelt mal irgendwo, aber ist auch kaum zu kriegen. Und der absolut größte Witz, den ich bis heute nicht verstehe, ist Cyclone. Kam hier nicht raus. Dafür aber der Repaint bei 2000X. Das, Da hoffen wir, dass Sie davon gelernt haben, ne? ja. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, wo ich jetzt den Man-E-Faces gesehen habe, den Orko und den Scareglow, sieht aus wie damals, nur mit Gelenken halt. Es kommt sehr nah Also den dran. Orko finde ich irgendwie ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt jetzt? Ja. Okay, warum? Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch am Foto, aber ich weiß nicht. Irgendwie ist das. Sieht seltsam aus für mich. Ist jetzt, ich finde ihn nicht schlecht, aber irgendwie irgendwas stört mich, sage ich jetzt mal so. Mir Muss fällt. man, aber wie gesagt, muss man live sehen. Vielleicht stehe ich auch davor und sage, ey, der ist ja geil, nehme ich mit. Sollte man noch was sagen, was mir sehr positiv gerade auffällt? Sie sind kleiner als die Classics. Und wenn du jetzt Castle Grayskull oder jetzt bald Snake Mountain hast, passen die da natürlich viel besser rein. Vom Maßstab her ist das natürlich ganz cool. Aber versuche jetzt noch mal eine Grayskull zu kriegen von den Classics. Was Aber da so der. gesehen doch irgendwie kompatibel. Ja, natürlich. Obwohl du wirst, glaube ich, in den Stuhl der Sorceress keine Origins-Figur reinpacken können. Wie es mit den Waffen aussieht. So. Ach so. In den Stuhl. Ja, das sind so. Gibt eigentlich noch mehr positive Sachen, oder? Ja, Wollen wir noch also ein paar im Schnelldurchlauf durchgehen? wieder geeignet für Kinder und für Erwachsene. Oh, was mir sehr wichtig ist,
was mich so genervt hat während der letzten Jahre. Zielgruppendiskussionen. Die sind für uns. Die sind für uns. Und das hat Mattel so bestätigt. Das ist für uns. Können natürlich auch Kinder kaufen, können natürlich auch Kinder mitspielen, aber diese Line ist für uns. Und da kommt diese Zielgruppendiskussion endlich hoffentlich nicht mehr vor. Also, ihr habt den Jens gehört, er war da. Nee, wieso? Das wurde uns offiziell bestätigt. Ja, aber du warst trotzdem da. Ja. Und der muss es wissen. Nein, irgendwann hat es einfach einen Punkt erreicht. Das begann ja mit aber der She-Ra. Aber Schotz hat es ja, glaube ich, schon gesagt. Ne? Ja, natürlich, klar, sicher. Und die war auch da? War das in Bridgeshot 1 oder 2? Nein, Bridgeshot war nicht da, aber vielleicht wäre sie mal zu einem Interview bereit. Ich denke einfach, das begann damals mit dem She-Ra-Cartoon und ich dachte mir damals so, ey, oh, ist das denn egal, ey, wenn ich als 40-Jähriger da sitze und sage, ich stehe aber auch auf Zeichentrick, ist es doch egal, für wen es geeignet ist oder nicht. Wenn ich es einfach gut finde, dann finde ich es gut oder nicht. Das ist doch, ich sag mal, da draußen steht ein Auto, ja, ich bin kein Autofan, aber ich fahre ja auch Auto und ich kann ja trotzdem sagen, doch, es ist ein schönes Design. Ja. Ja. Gut. Nächstes. Ich hätte auch noch einen. Ja, hau raus. Kompatibilität mit diesen WWF-Figuren. Das finde ich irgendwie ganz lustig, dass du diese ganzen Figuren ja auseinandernehmen kannst. Ne, Stiefel, Hüfte, Arme, Hände, Beine, Köpfe. Und dass du dir dann so Mix und Match machen kannst. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Auch wenn es jetzt diese WWE-Figuren jetzt nicht so. WWE-Figuren. Richtig. Auch wenn die jetzt nicht so toll sind, aber gut, einige sind dabei, die gefallen mir sogar auch. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. Warrior, Macho Man, also so die älteren Charaktere auf jeden Fall. Ob ich mir was davon holen würde, weiß ich nicht. Ein paar höchstens. Ziemlich cool, das hat mir schon gesagt, war der Rey Mysterio. Mhm. Mal schauen. Das stimmt, diese Mix-and-Match-Geschichte, das ist eine sehr, sehr coole Neuerung, ja. Und wer weiß, was da ja noch kommt, ne? Die könnten ja auch sagen, hier, dann machen wir, was weiß ich, da kommt dann hier Marvel-Figuren, jetzt so mal so gesagt vielleicht, oder hier so ein DC-Figuren, Marvel-Figuren, ich weiß nicht. Könnte man zum Beispiel auch so weiterspinnen. Rambo oder... Batman. Conan oder was weiß ich, ne? Batman, ein Joker, ja. Ein Superman hatten wir alles schon. Das ist DC. Ja, aber die arbeiten ja eher mit ja, DC. Ja, aber es war jetzt nur so als... Ach so, ja. Ja. Als Gedanke. Obwohl, spart euch übrigens Birds of Prey. Nicht fürs Kino. Ich habe keine Ahnung, was mir der Film sagen will. Aber bitte. Gut, nächste positive Sache ist, man hat... glaube ich, platzsparendere Figuren. Also die Größe ist da in dem Punkt dann schon wieder ein Pluspunkt. Sie sind aber nicht schmaler, ne? Oder doch? Das ist eine gute Frage. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ich habe noch keinen, also real diese Figuren neben den Classics gesehen. Ich könnte es mir jetzt nicht so vorstellen, weil die Vintage, die sind jetzt ja auch nicht viel schmaler als die... Gut, wenn du jetzt die Classics irgendwie mit ausgebreiteten Armen hinstellst oder sowas, ja, dann sind die natürlich breiter, aber... Ja, von der Höhe her kleiner, ja. Gut, ob das jetzt so platzsparender ist oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Ja. Wenn du das als positiv siehst, okay. Also es gibt noch viel mehr positive Sachen. Es ist nicht nur die Line an sich, sondern auch, was sie mit sich bringt. Da ist so viel mehr drin wie Merchandise. Wir werden einen Cartoon bekommen, zwei sogar. Die Kinder werden auch einen bekommen. Film, ja, müssen abwarten. Kommt er jetzt auf Netflix? Kommt er noch ins Kino? Bisher erstmal, Entschuldigung, bisher erstmal gecancelt. Aber ich denke, es geht voran. Ein Film ist eine schwierige Sache und gerade mit Sony. Es tut mir leid, Sony ist nicht gut im Filmemachen, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, zumindest in den letzten Jahren. Gut,
Das wäre es jetzt eigentlich auch erstmal. Dann da sind wir eigentlich fast positiver rausgegangen, ne? Ja, das ist gut. Das ist so gut. Ja, schreibt uns eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare, auch wie ihr die Sendung fandet. Und dann natürlich nicht vergessen, abonnieren. Wir sind nahe der 500. Jetzt haut mal ein bisschen rein, dass wir hier auch das Ding endlich knacken. Ja, wie gesagt, kommentieren und natürlich die Glocke aktivieren. In diesem Sinne. Tschö mit Ö. Gute Reise. Gute Masters.